nichts. Wir haben jetzt noch sehr viel Zeit, weil um diese Zeit wir noch nur noch alle Stunde einzogen. Das ist sehr schade und der 44 in Blohangen ist gerade vorbei, also haben wir 3,5 Stunden Zeit. Diskussion. Ich nehme sie sogar mit nach Bloringen. Die 5 Minuten machen wir mit Stefan, Moment, erst war der Herr Buskran, dann Frau Kohler und dann Stefan Feist. Herr Kollege Balmer, Sie haben gerade sehr ausführlich im Prinzip die Dinge aus der Schlichtung nochmal vortragen, die die meisten hier so gut sie können haben, verfolgt haben und wo die meisten sich, denke ich mal, auch eine Meinung gebildet haben. Ich bin heute Abend eingeladen worden und deswegen bin ich auch gekommen, weil es hier heißt, die Auswirkungen auf die Vilstalstrecke. Und dieses Thema ist eigentlich außer dem Einschub am Anfang nicht berührt worden. Deswegen möchte ich eigentlich das Thema, die Diskussion S21, K21 ein Stück weit aus dem Ding ausblenden, dass die Grünen ja ernsthaft eh nicht wollen, sondern sie wollen ja die Schnellbahntrasse per se nicht. Und die Frage stellen, wie sieht die langfristige verkehrspolitische Zielsetzung der Grünen in diesem Bereich aus? Für die Stadt Bloringen heißt das, was bedeutet das? Jetzt gehe ich auf das Gutachten 4 in Größmer ein. Eine Kurvenausweitung zwischen Altbach und Bloringen, wo ja, Sie, Kretschmann, andere sagen, es gibt keine Planungen, wo der Rössler sagt, es gibt Pläne, aber das ist mein Geschäftsgeheimnis, die gebe ich nicht preis. Kollegin Reichenbach hätte sie sogar sehen dürfen, aber nur wenn er eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben hätte. Was bedeutet das Thema Verwaufungsbauwerk in Bloringen? Brücke, Tunnel, zweistöckige Schienenbau, werden wir ja mit 150 am Schluss letztendlich diese Bahn durch den Bahnhof Bloringen durchbringen muss. Was bedeutet Kurvenaufweitung in Reichenbach? Was passiert ab im Jahr 2020, 2025, wenn die Zunahmen am Schienenverkehr tatsächlich kommen, die wir alle ja erwünschen, weil dann stehen wir hier plötzlich mit der Brücke an die Wand, weil wir dann nicht nur die Zunahme am Güterverkehr haben, die Sie ja vorhin schon angesprochen haben, sondern auch die Schnellbahn und die Regionalbahn und die S-Bahn. Und wenn wir das alles bewältigen wollen, dann schwätzen wir über das dritte Gleis, dann schwätzen wir über das vierte Gleis. Und wie das hier verträglich gebaut werden soll, weiß ich nicht, weil ich als Bürgermeister der Stadt Bloringen auch weiß, dass die schönste Lärmschutzmaßnahme, die schönsten Lärmschutzwände helfen, solange man ebenerdig ist, dass es in unseren Tallagen nicht viel hilft und dass es ab mehr wie zwei Gleise auch deutliche Qualitätsrückschritte kriegt, weil sonst muss man es komplett überdeckeln, dass man Effekt hat. Dann ist die Frage, wie machen wir in unserem Bereich mit der S-Bahn weiter? Wir haben das vorhin angesprochen. Die S-Bahn-Verlängerung ist für mich nach Köppingen ist für mich ein nicht nur aus Sicht der Stadt Bloringen, sondern auch kreispolitisch und regionalpolitisch wichtig. Und noch wichtiger ist für mich der S-Bahn-Ringschluss Bloringen, Wendlingen, Filderstadt. Das sind doch Punkte. Die gesamten Planungen, die wir haben, Verkehrswissenschaftliches Institut Stuttgart, vor anderthalb Jahren im Regionalparlament mit den Grünen so verabschiedet, basiert auf der Annahme, dass Stuttgart 21 gebaut wird. Wir gehen planungsrechtlich in Anfang der 90er Jahre zurück. Wir werden den öffentlichen Nahverkehr hier einen Bärendienst erweisen, wenn wir das gehen und die S-Bahn-Verlängerung nach Neuhausen, für die ja hier auch einige noch im September mit dem Kollegen Hacker sich eingesetzt haben, die ist mausetot, weil sie die wirtschaftlichen Voraussetzungen nicht mehr haben. Also, ich weiß, es ist leichter, gegen was zu sein, wie wenn man seine Konzepte erklärt, weil in dem Moment wird man angreifbar. Aber da haben sie bis jetzt überhaupt nichts gesagt zu diesen Themen. Eine Menge Punkte. Erster, dieser Einschub, den Sie angesprochen haben, war 3/4. Was gebaut wird, ist rein hypothetisch, dann wäre das nach neuesten Lärmschutzbestimmungen zu bauen. Und das würde bedeuten, dass Sie in Bloringen weniger Eisenbahnlärm haben als heute. Da haben Sie keinen Lärmschutz. Ich gucke immer raus, ich sehe ganz Bloringen von der Eisenbahn, also haben Sie keinen Lärmschutz. Das geht technisch. Da steht kein Wand. Ja. Bringt doch. Wind bringt uns nichts. Das ist das Problem. Ich habe gesagt, Lärmschutz, wie der dann aussieht, ob das ein Tunnel oder was immer, das ist keine Einhausung sein, das kann ich Ihnen heute nicht sagen. Ich kann nur sagen, nach heutigem Recht dürfte man die Bahn, wie sie bei Ihnen in Bloringen besteht, nicht mehr bauen. Und wenn da je irgendwas gebaut werden sollte, würde es so gebaut, dass der Lärm kleiner sein muss als heute. Anders darf man nämlich nicht.
Das war die Rechtslage. Also besteht keine Gefahr, dass Sie nachher dabei schlechter fahren. Dritte Bemerkung. Die Verbesserungen, deswegen ist es schon wichtig, sich das anzugucken. Was kostet das und was kann das? Die Verbesserungen, die uns alle versprochen werden, haben zwei Pferdefüße. Das erste, die Züge kommen nicht durch Stuttgart durch. Und dann muss man einfach mal der Realität stellen. Wenn das stimmt, was ich sage, und der Herr Käfer es nicht widerlegen kann, dann ist alles, was wir uns da schön ausdenken, an Mehrverkehr auf der Bahn, Makulatur, weil wir uns für Ewigkeiten einen Engpass mitten ins Herz des Landes legen, wo kein Zug mehr zusätzlich durchkommt. Und dann kriegen sie auch alle ihre schönen anderen Pläne nicht durch, weil sie halt im Zentrum keine Kapazität haben. Dann können sie nur noch Pendelverkehr zwischen Plochingen und Geislingen machen. Ist auch nett, aber nicht das, was man will. Und wenn das stimmt, dass da so ein Kapazitätsengpass ist, so ein Tropfen, wie ich gerade gesagt habe, dann hat es noch eine zweite Konsequenz. Das nämlich aufgrund der enormen Kosten, die das Projekt hat, wenn das so viel teurer ist, dass irgendjemand nachher auch abzahlen muss. Und wissen Sie, wie das geht? Über Trassenpreise. Diese Trassen, die da gebaut werden, sind so immens teuer, das sieht man überall, wo man das gemacht hat, dass der Zug pro Kilometer nachher doppelt so viel Trassengebühr zahlt wie heute. Das heißt, nur um das Angebot, das man jetzt schon hat, zu halten, muss das Land doppelt so viel ausgeben. Das wird und kann es nicht. Die Konsequenz wird sein, und deswegen sind die auch so entspannt bei diesem Engpass, die gehen nämlich davon aus, ja, mehr Züge können wir uns eh nicht leisten, da hat es auch keinen Sinn, wenn wir uns mehr Gleise legen. Das ist aber die klare Ansage, der Zugverkehr soll stagnieren, er darf nicht wachsen. Und deswegen bin ich als ÖPNV begeistert, ich habe nicht mal einen Dienstwagen, nicht noch ein Dienstfahrrad, ich habe Bahncard 100, ich fahre immer mit diesen Zügen, über die meisten anderen nur schwätzen, die in Plochingen auf die Brücke rumfahren. Ich fahre da damit und deswegen bin ich so vehement dagegen, dass wir unsere ganze Ausbauplanung für den öffentlichen Nahverkehr von vornherein so ruiniert, dass nachher das Geld weg ist, dass nicht mehr zahlen können den Betrieb und dass kein Platz ist für die Züge. Also ist das alles, was ich sagen, wunderbar. Aber es wird so nicht kommen können. Und die konkreten Auswirkungen in Vilszahlen, da gebe ich es lieber nochmal an den Örtlichen, der sich auskennt. Ich will nur mal einen Satz dazu sagen. Wir haben eine Planung für den Kopfbahnhof vorgelegt, die voll kompatibel ist zu einer Neubaustrecke mit einer Fahrzeit. Und so ist ja die Trassierung dabei nicht. Mit einer Fahrzeit von 28 Minuten nach Ulm. Das bedeutet, wie zur Fahrplan. Wir haben auch einen Fahrplan vorgelegt, der eine Fahrzeit übers Vilstal von 45 Minuten unterstellt. Und wir haben in beiden Szenarien ohne neue Gleise im Vilstal unseren Fahrplan mit 52 Zügen geschafft. Das heißt, diese Zubauten, die Sie gerade unterstellen, die kann man machen, um weiter zu beschleunigen. Wenn Sie die Fahrzeit runterkriegen wollen, dann müssen Sie im Vilstal das tun, was man in den 90er Jahren geplant hat. Da brauchen Sie diese Begradigungen, da brauchen Sie Abriss von Häuserzeilen. Kapazitiv, wenn Sie bereit sind, diese Fahrzeiten zu akzeptieren von einer Dreiviertelstunde, brauchen Sie das nicht. Dann brauchen Sie nur noch eine einzige Maßnahme, um von den derzeit 55 Minuten runterzukommen, nämlich den Tunnel im Bereich Geislingen. Brauchen Sie einen Aufstiegstunnel, der dann Geislinger Steige umfährt. Aber Sie müssen im Vilstal nirgends ein zusätzliches Gleis, keine Brücke, gar nichts bauen. Und jetzt sage ich nicht, dass das besser ist als die Neubaustrecke. Ich sage nur, dass die Bedrohung, die Sie da hineininterpretieren, dass wir auch über Alternativen nachdenken, und mehr hat Friedrich Köstler nicht gemacht, und die Frage stellt, wenn die Neubaustrecke nicht käme, wie sagen wir, dass ich dagegen bin? Wenn sie kommt, ist recht. Teuer, aber ist schlecht. Wenn die Neubaustrecke nicht käme, gibt es trotzdem mit dem Kopfbahnhof einen hervorragenden Eisenbahnverkehr, und man hat eine Dreiviertelstunde nach Ulm Fahrzeit akzeptiert und nicht auch in einer halben Stunde hinfahren will. Das ist der einzige Nachteil. Und weil Sie dann den Ausbau der Strecke, wenn Sie den unterstellen, eben nur mit Lärmschutz machen können, haben Sie eher eine Verbesserung der Situation als eine Verschlechterung. Ich sage nochmal, ich sage nicht, dass wir das wollen. Ich sage nicht, wir wollen den Eisenbahnverkehr ins Vilstal legen. Ich sage nur, anders als die Tunnelbauer. Aber Sie schließen es auch nicht aus. Nein, ausschließen kann ich es nicht, weil die Neubaustrecke nicht finanziert ist. Sie ist schlicht nicht finanziert. Die Gesamtkosten der Neubaustrecke sind nicht finanziert, deswegen kann ich nicht ausschließen, dass die nicht gebaut werden. Und der Vorteil unseres Konzeptes ist, dass wir von Anfang an die Alternativen nebeneinander legen, da kann sich jeder eine Meinung bilden und kann sehen, was die Vor- und Nachteile sind. Während die Stuttgart 21-Fraktion die Alternative von vornherein und systematisch und durchgängig ausgeblendet hat, überhaupt nie wissen wollte, was mit dem Kopfbahnhof geht und deswegen jetzt vollkommen fixiert ist auf ihr Projekt. Der Kopfbahnhof funktioniert mit Neubaustrecke wunderbar, besser als der Tunnelbahnhof.
Der Kopfbahnhof funktioniert auch mit der Filztalstrecke, nicht ganz so gut, langsamer, ohne Ausbauten im Filztal. Und er unterscheidet sich damit eklatant vom Tunnelbahnhof, weil der funktioniert halt überhaupt nicht ohne Neubaustrecke. Das ist ganz offensichtlich. Also haben sie mit dem Tunnelbahnhof einen Zwang, 10 Milliarden Euro zu investieren, in der Größenordnung kommt beides zusammen. Und mit dem Kopfbahnhof können sie die Neubaustrecke bauen, sie sind nicht dazu gezwungen. Das ist der Unterschied. Aber der Fahrzeuggewinn nach Ulm mit einer Viertelstunde, also eine Dreiviertelstunde, ist in dem Gutachten, wenn ich mich recht entsinne, nur mit Beseitigung der Schwachstellen, also zur Langsamkurve. Und noch eine zusätzliche Viertelstunde dann hinter Ulm. Sie waren jetzt nicht dran, ich glaube zuerst war die Frau Fohler dann. Jetzt, Herr Bus, noch ein Satz zu Ihnen. Sie beziehen sich auf das Gutachten Vierer Größler vom September letzten Jahres. Ja. Der Planer hat nicht den Auftrag, Varianten zu untersuchen, aber er hat es mal gemacht. Er hat mal dargestellt, was wäre denn theoretisch möglich, Gedankenspiele entwickelt. Und dann schreibt er selber, ich habe es hier, Seite 58 vom Gutachten. Deshalb stellt sich durchaus die Frage, ob dieser Aufwand überhaupt zu rechtfertigen ist. Dann hat Ihr Kollege Richter aus Reichenbach zweimal an den Herrn Kretschmann geschrieben. Und im Schreiben, im zweiten Antwortschreiben, das ich mit unterzeichnet habe vom 17. Februar, also gerade mal gut zwei Wochen, steht, und Sie, ich denke mal davon aus, Sie kennen das. Überdies haben Sie, also Herr Bürgermeister Richter, am 7. Februar, also einen Tag, bevor Sie Ihr erneutes Schreiben an uns richteten, eine Stellungnahme von Karl-Heinz Rösler von Viereck Rösler GmbH erhalten, in dem dieser Ihnen erläutert, dass im Gutachten Viereck Rösler die Streckung der Kurve westlich von Reichenbach zwar als denkbare Option dargestellt wurde, aber bereits im Gutachten selber wieder als wenig sinnvoll verworfen wurde. Bitte, was sollen wir denn noch tun? Wir schreiben Ihnen zweimal, es gibt mit den Grünen keinen Ausbau im Filztal. Stimmt doch gar nicht. Ich bin doch bei den Grünen, das stimmt doch gar nicht. Also ich habe initiiert. Keine Gerichtung zum Kultur, das ist bei mir ja schon mal ausschließen. Ich war in ständigem Kontakt mit der Landtagsfraktion. Ich habe das zweite Schreiben mit unterzeichnet an Bürgermeister Richter. Wir haben in beiden Schreiben vom 19. Januar und vom 17. Februar ausdrücklich gesagt, es besteht keine Notwendigkeit. Die Strecke hat genügend Kapazität für die S-Bahn. Es ist überhaupt keine Notwendigkeit, sich in den nächsten 25 Jahren darüber Gedanken zu machen, ob wir hier baulich irgendetwas tun müssen, mit Ausnahme dessen, was ich vorher gesagt habe. Reaktivierung der stillgelegten Gleise. Wenn wir das machen, kriegen wir einen Lärmschutz. Wenn wir es nicht machen, kriegen wir es nicht. Ja? Es gibt, nochmal, lassen Sie mich fertig sprechen. Wir haben das Ihnen zweimal geschrieben. Ich habe extra nochmal ein Schreiben an Herrn Kretschmann gerichtet, weil wir in Göppingen natürlich genauso unter Beschuss sind wie hier in Reichenbach. Mit genau die gleichen falschen Argumente. Bitte, was sollen wir noch tun? Was ist die Alternative? Wenn die Neubaustrecke gebaut wird, so wie sie geplant ist, und nicht güterzugtauglich ist, weil dort fährt man mit 3,25% auf, und vor 150 Jahren hat man es geschafft, mit 2,2% Geislinger Steine aufzuschieben. Es ist Fortschritt heute. Ja? Man braucht einen Prozent Steiner. Früher hat man es von Hand besser geschafft. Was ist die Alternative? Ich habe es Ihnen vorher vorgelegt. Ich kann Ihnen noch 5 Zitate aus der Schlichtungsprotokolle vorlesen von Gönner und Käfer. Die Landesregierung, die Bahn plant, diese Strecke im Filztal freizumachen für Güterverkehr. Ob der dann wirklich in den nächsten 10 Jahren kommt, da haben Sie recht. Ich frage mich, weil der zweite Lok ab Geislingen teuer ist. Der Güterverkehr läuft lieber über das Remstal, Aalen, Donauwörth. So, und jetzt muss man sich bei der Neubaustrecke natürlich Gedanken machen, wenn man so viel Geld in die Hand nimmt,
Ist es dann wirklich sinnvoll, eine Strecke zu bauen, in der in jede Richtung alle halbe Stunden Zug fahren kann und sonst nichts? Ist es denn sinnvoll für uns, für Sie in Blochinger und für mich in Göppingen, dass mir vom IC halt abgehängt werde? Ist es sinnvoll? Ist es sinnvoll, dass die BRE-Verbindungen auf die Neubaustrecke gelegt werden? Ist es sinnvoll für Göppingen? Ist es sinnvoll für Geislingen, für Reichenbach und für Blochingen? Herr Bus, ich verstehe Sie nicht. Also, Herr Bus, ich verstehe wirklich nicht, ich verstehe nicht, warum die Freien Wähler sich im Landtagswahlkampf mit Behauptungen an die Presse gehen, die mir längst widerlegt habe, in der klipp und klar geschrieben habe, ich nicht, unsere Planung waren Gedankenspiele des Gutachters. Der Gutachter schreibt selber im Gutachten, es hat keinen Sinn, wenig sinnvoll. Er schreibt Ihnen einen Brief am 7. Februar, wir haben Sie an Herrn Bürgermeister Richter, ich denke, Sie haben eine Kopie. Ja? Okay, uns haben Ihren Treue gekriegt. Ja? Vom Richter. Wir haben Sie vom Kerl größer gekriegt, wir haben Sie erst einholen müssen. Ist auch nicht ganz sauber. Ja? Also, der Gutachter sagt Ihnen, ich plane das nicht, ich habe mal meine Gedanken spielen lassen, aber ich habe es verworfen. Wir sagen, Winfried Kretschmann, Andreas Schwarz, Andrea Lindor und Jörg Fritz, der heute dasteht, und mein Kollege Bernhard Lehne in Geislinger hat eine andere Veranstaltung, heute sind schwerer hier. Wir sagen alle fünf, nein, mit uns nicht. Was sollen wir bitte noch tun? Dürfte ich auch mal was sagen? Also ich bin seit 20 Jahren Lokführer in Stuttgart und habe von der Praxis mittlerweile Ahnung, auch was Fülztalstrecke betrifft. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass der Herr Palmer der Einzige ist in dem ganzen Verein bei den Überlegungen, der wirklich Ahnung hat von der Praxis. Ich habe nur das eine Problem. Am 27., wenn es zur Wahl geht, hätte ich gern eine klipp und klare Aussage. Ich bin Reichenbacher Bürger. Was die oder wie die Meinung ist bei den Grünen, und zwar wirklich die gesamte Meinung und nicht von Einzelnen, zur Schnellfahrstrecke, weil mir geht es darum, was Sie sagen, mit Stuttgart 21 bin ich 100% bei Ihnen, da haben Sie mit allem recht, was ich sage, was Einstiegszeiten angeht, was Zugfolge angeht, alles was da von der Bahn vorgelegt wird zu Stuttgart 21, absolute Quatsch. Können Sie nach Köln fahren, nach Dortmund fahren, nach Mannheim fahren, das sind alles Durchgangsbahnhöfe, das funktioniert nicht. Ich stehe dort jeden Tag mit dem ICE, mit dem TGV-Fahrer in Karlsruhe. Wir machen planmäßig Verspätungen in Karlsruhe, weil der TGV gar nicht vorgesehen ist. Selbst in 2 Minuten kann man dort nicht einsteigen. Da braucht man 4 Minuten, bis die Leute rein rauskommen. Ich spiele Regionalchat. Ein kleines Tier, 7 Stück gibt's. Da geht man rein, dann geht es nicht mehr weiter. Und da steht man und steht man. Und die Herren rechnet uns vor, wir steigen in 1 Minute ein und aus. Da bin ich voll bei Ihnen. Plus ist mir das dann in der Diskussion dann ein bisschen zu weit gegangen. Da habe ich gedacht, jetzt sind sie gerade in so einem Rennen, jetzt gehen sie auch noch auf die Schnellfahrstrecke los. Und da muss ich sagen, da bin ich dann nicht mehr dabei. Da hätte ich gerne eine klare Aussage, weil ich bin der Meinung, wir können die Leute nur auf der Bahn halten, wenn wir wirklich, sind vorher angeführt, die Franzosen bockelt durch die Vogesen Richtung Baudricourt zum Anschluss auf die Schnellfahrstrecke nach Paris gerade mächtig. Und mache dann nochmal eine halbe Stunde Fahrzeitgewinn. Und attraktiv ist die Verbindung nur deshalb, weil wir jetzt in 3 Stunden 39 fahren und dann vielleicht in 3 Stunden. Das heißt, auch wir sind ja die erste gewesen 1991, das sind jetzt 20 Jahre, die überhaupt an die an den Hochgeschwindigkeitsverkehr angeschlossen worden sind mit der Schnellfahrstrecke Mannheim-Stuttgart. Also, dass wir da abgehängt werden, wir waren die erste, wo dabei waren, die Gefahr sei nicht. Aber wenn man das steigern will und wenn man die Verbindung nach München attraktiv machen möchte, ich brauche heute mit dem Zug länger von Stuttgart nach München, das sind 241 Bahnkilometer, wie von Stuttgart nach Köln, das sind 387 Bahnkilometer, da brauche ich 2 Stunden 14 und nach München brauche ich 2 Stunden 20 und deshalb ist die Strecke super ausgelastet. Deshalb bin ich 100% dafür, dass man die Schnellfahrstrecke baut und da hätte ich gerne eine klare Aussage, ohne Wenn und Aber, auch als Reichenbacher Bürger, weil ich halte es, wenn ich hier der Halle durchras mit dem ICE oder egal was, früher bin ich hier mit dem Güterzug gefahren, ein Wahnsinn, man fährt hier mitten durch die Häuser durch mit 150, 160 km/h, da kann man die Leute direkt zugucken, wie sie ihren Kleingarten bestellen. Da hätte ich gerne eine klare Aussage für den heutigen Abend.
gebe Ihnen eine klare Aussage, aber sie wird leider Ihren Erwartungen nicht genügen. Weil wir nach meiner Auffassung zu Recht darauf Wert legen, dass wir für die Bahn als Ganzes das Beste wollen, als Partei. Und jetzt gibt es zwei Betrachtungen. Die eine Betrachtung ist die, die Sie gesagt haben, die ist zutreffend. Für die Relation Stuttgart-München ist die Neubaustrecke ein großer Gewinn, Fahrzeit. Wenn ich aber, und da gibt es eine Studie vom Umweltbundesamt, die Frage stelle, wie erreiche ich für die Bahn in Deutschland insgesamt den größten Nutzen mit dem wenigen Geld, das der Bund hat. Der hat grosso modo 1 Milliarde im Jahr für die Bahn zum Investieren, für Neues. Also 10 Jahre, 10 Milliarden. Da wird nicht die Hälfte auf dieser Neubaustrecke landen können. Wenn ich so rangehe, dann stelle ich fest, es gibt im Bundesverkehrswegeplan eigentlich nur Planungen, die der Bahn mehr bringen als die Strecke Stuttgart-Ulm. Das ist unser Problem. Das ist das Problem. Die Strecke Mannheim-Frankfurt hat auf der Baden-Württemberg eine höhere Bedeutung, kommt aber derzeit in der Planung nach Stuttgart-Ulm bei der Finanzierung. Wenn Sie da unterwegs sind, wissen Sie das dort, haben Sie ein Problem mit dem ICE, nicht weil es langsam ist, sondern weil Sie auf dem vorfahrenden Zug auffahren, der ein bisschen Verspätung hat. Der ist knallevoll. Und wenn Sie das Ganze auf der Rheinschiene runter bis Basel angucken, haben wir sogar eine völkerrechtliche Verpflichtung. Die Schweizer bauen für 25 Milliarden Tunnel durch die Alpen. Wir sind nicht in der Lage, in ebenem Gelände die Ausbaustrecke hinzukriegen. Seit 20 Jahren bin ich bei der Eisenbahn und seit 20 Jahren wird im Rheintal gebaut. Und seit 20 Jahren haben wir so kleine Abschnitte, wo man, also das hätte eigentlich schon lange abgeschlossen sein. Richtig. Wenn ich jetzt als Land, wenn ich jetzt als Rheinischer Bürger im März den Landtag wählen, dann kann ich es halt nicht so volkswirtschaftlich für die ganze Bundesrepublik sehen, sondern dann will ich ein bisschen egoistisch sein und sage, warum sollet mir jetzt zum Beispiel da irgendeinen Güterzugausbau bei Selze und was weiß ich irgendwo, das interessiert mich relativ wenig, auch wenn es vielleicht volkswirtschaftlich sinnvoller ist. Aber da bin ich halt einfach ein bisschen zu egoistisch und sage, wir fahren hier mit dem ICE mit 70 km/h den Bergen auf und raset hier durch die ganze Ortschaft durch, ich fahre bis Dortmund und was weiß ich noch. Ich kenne das fast nirgends außer im Rheintal, dass man so direkt durch Gemeinde durchrast. Also kenne ich fast nirgends in dem Gebiet, wo ich fahre. Also, Sie haben es aber jetzt auf den Punkt gebracht. Aus der lokalen Perspektive ist das natürlich das wichtigste Projekt. Aber wenn Sie aus der Bundesbahnsicht drauf gucken würden, ist es halt unter ferner Liefen. Das ist der Konflikt. Das ist Thema Pülstal. Insoweit ja. Lokale Perspektive, ja. Die Fragen sind gestellt. Ja. Na, zwei Anmerkungen, Herr Fritz, zu Ihnen. Meine Ansage ist die, als Eisenbahnpartei rede ich nicht rum und sage in Reichenbach, die wichtigste Strecke ist Stuttgart-Ulm. Und in Offenburg sage ich, die wichtigste Strecke ist die Rheinschiene. Und in Hamburg sage ich, das wichtigste ist die Hafen-Hinterland-Anbindung. Jedem sage ich das Wichtigste. Und wenn ich das zusammenzähle, habe ich 5-mal mehr Geld versprochen, als da ist. Das machen wir als Grüne nicht. Und das ist der Grund, warum wir so zurückhaltend sind bei dieser Strecke. Aus Sicht des Systems Eisenbahn ist sie nicht vorne. Aus Sicht dieser Region ist sie natürlich ganz vorne. Und diesen Widerspruch halten wir aus. Wir sagen Ihnen das ehrlich. Wir sagen aber nicht, wir sind dagegen, sondern wir sehen natürlich sehr wohl, dass es ein lokales Landesinteresse gibt, für das wir auch da sein müssen als Baden-Württemberg-Partei. Und deswegen sagen wir nur, wir wollen wenigstens sicherstellen, dass das wirtschaftlich sinnvoll ist, dass die Trasse gewählt wird, die volkswirtschaftlich dann auch einen Nutzen abwirft und wo von der Güterverkehr was rausspringt. Wir sind ja nicht dagegen, wie es uns erstellt wird. Das habe ich jetzt versucht mehrfach zu sagen. Das ist genau unsere Ansage. Wir wollen nochmal eine Alternativenabwägung. Die jetzige Planung scheint uns zu teuer im Verhältnis zum Nutzen. Wir wollen eine Alternativenabwägung, ob die Planung so verbessert werden kann für eine Neubaustrecke, dass man auch guten Gewissens als Grüner Ja sagen kann, weil sie wirklich genügend Nutzen stiftet. Und das ist halt jetzt keine Ansage im Sinne von, Sie wählen uns und in jedem Fall wird die Neubaustrecke gebaut. Das kann ich ehrlich nicht vertreten, nach dem, was ich gerade gesagt habe. Das ist eine Ansage von, Sie wählen uns und dann machen wir das, was das Beste ist für die Bahn. Aber dann können wir mal aus dem heutigen Abend mit aus der übergeordneten Sicht
der Eisenbahnpolitik in Deutschland und in Baden-Württemberg sind die lokalen Interessen hier in diesem Bereich nicht nachrangig. Und die lokalen, Interessen heißt mehr Güterverkehr auf die Kitzhalltrasse und mehr Lärm. Das war nicht ganz richtig. Das war nicht in Ordnung. Also ich habe den Abend hier heute Abend organisiert und habe alle Bürgermeister von Innerblochingen bis nauf zum Ammann in Geislinger erklärt. Aber um vernünftig miteinander zu schwätzen. Ja? Nochmal. Ich sage in dem Wahlkampf immer, Sie werden von mir nichts hören, ich werde Ihnen in dem Wahlkampf nichts versprechen, was Sie noch nicht halten können. Ja? Wenn ich gucke, was der Ministerpräsident gerade für Geld ausgibt, der war letzten Monat in Uhingen. Da hat der Fraktionsvorsitzende Freier, ehemaliger Bürgermeister, mittlerweile schon im Ruhestand, geholfen. Ist schon gut, wenn der Markus kommt, der bringt sich ja Geschenke. Also so verteilt der Platz Geld. Ja? Eugen Schlachter hat nachgerechnet, hat eine kleine Anfrage gemacht. 1,4 Milliarden haben wir jetzt in der letzten Woche schon verteilt. Sind die Bahnprojekte noch gar nicht drin? Werden Sie von mir nicht hören? Wenn es finanzierbar ist, gerne. Wenn es finanzierbar ist und sinnvoll ist, gerne. Aber erst muss ich das Geld haben. Und ich kann nicht ungedeckte Schecks verteilen. Das überlassen wir gerne anderen. Wir werden das nicht tun. Auch wenn das manchmal nicht gut ankommt. Aber das gehört zur Redlichkeit im Wahlkampf, dass man nur das sagt, was man noch erhalten kann. Da werden wir kein Millimeter davon abweichen. Das ist beim Straßenbau genau das Gleiche. B10 wird versprochen, A8 wird versprochen, Umgehungsstraße B104, B466 wird versprochen. LS-Blödsinn, sind die letzten 10 Jahre das Geld nicht kennt, dann werden sie in den nächsten 10 Jahren auch nicht haben. So ist es. So ist es nochmal. Wenn die Neubaustrecke so gebaut wird, wie sie jetzt geplant ist, haben wir doch im Vilsbach gar keinen Vorteil davon. Wir verlieren die ICH, wir verlieren IAE-Verbindungen und der Güterverkehr bleibt. Ja, was haben wir denn bitte, Herr Bus? Was haben wir für einen Vorteil von der Neubaustrecke im Vilsbach? Frau Fohler, Frau Weiß sind Sie vor. Jetzt kommt Frau Fohler. Frau Weiß, ich auch noch da. Also ich interpretiere jetzt Ihre Äußerungen so, und ich glaube, dass es ganz wichtig ist. Die Menschen haben hier Fragen, ja, ganz konkrete Fragen, und die muss man beantworten. Man kann nichts versprechen, was nicht umsetzbar ist, aber konkrete Fragen, wie was denn an Planungen da ist, das ist, glaube ich, wichtig, dass man da Fragen beantwortet. Und ich habe das jetzt gerade so interpretiert, dass aus Ihrer Sicht die Neubaustrecke nicht sinnvoll ist, ja, weil sie wahrscheinlich zu teuer wird. Das ist ja auch das, was der Herr Palmer ganz am Anfang gesagt hat, sie geht davon aus, dass die kalkulierten Kosten bei weitem überschritten werden und dass dann aus Ihrer Sicht wirtschaftlich diese Neubautrasse, das ist übrigens auch das, was die Kollegen Kretschmann, Lindlor und Schwarz uns schriftlich hier in Reichenbach gegeben haben. So. Also wir gehen davon aus, die Neubaustrecke kommt nicht, weil Sie ja sagen, wirtschaftlich macht es keinen Sinn. Das ist Ihre Position. Darf ich das jetzt heute auch mal bitte festhalten? Weil das wäre mir mal wichtig, dass ich weiß, was ist die Meinung der Grünen zu der Neubaustrecke, weil der Wahlkreis Kirchheim, den ich ja vertrete, nicht nur durch die Vilsaltrasse oder auch Blochingen betroffen ist, sondern natürlich auch durch das Thema Neubautrasse im Bereich Kirchheim. Und da weiß ich jetzt immer noch nicht genau, was Sie wollen, aber so nach Ihren Äußerungen, ich sage jetzt mal, Frau Fohler, die Meinung ist, und das habe ich vom Kollegen Schwarz gehört. Drum vermute, ich sag's Ihnen nochmal, damit Sie es verstehen. Kostenplanung der Bahn 2,9 Milliarden. Bundesrechnungshof sagt, es wird wesentlich teurer. Wo ist die Liste? Geschätzt 4. Woher soll die 1,1 Milliarden kommen? Steht nicht in der Finanzplanung. Weder bei der Bahn, noch beim Bund, noch beim Land. Wenn man aber anfängt zu bauen, muss man es fertig bauen. Wer soll das bezahlen? Wie lange wird es dauern? Die bauliche Risiken beim Karst, und da ist der Basistunnel Gotthard eine ganz andere Geschichte, sind völlig unkalkulierbar. Sie wissen nicht, in was für Halle sie dann halt haben. Ja? Diese Strecke ist nicht sauber geplant. Warum soll ich mit dem Kopf durch die Wand und es nicht sauber geplante Strecke anfangen zu bauen, womit die Experten vom Bundesrechnungshof sagen, es wird teurer als wir haben und ich habe das Geld nicht.
Leute, die fetten Jahre sind vorbei. Also ich war noch nicht am Ende. Jetzt lassen wir das mal so stehen, was ich sage. Heißt für mich, dass die Neubusstrecke nicht kommt, ihrer Ansicht nach. Und dass dann der Verkehr irgendwo anders stattfinden muss, nämlich hier im Vilstal. Und da haben die Menschen schlicht konkrete Fragen. Ihr Kollege Schwarz hat schon gesagt bei einer Podiumsdiskussion, es muss dann punktuelle Verbesserungen in dieser Strecke kommen. Wo die stattfinden sollen, hat er nicht gesagt, sie übrigens auch nicht. Heute doch, für hab die ich Gleisen. Ihnen gesagt? Nein, hab ich Ihnen vorher und, gesagt? Die stehen da, hier Moment mal, ich darf jetzt mal meine Frage voll zu Ende stellen. Sie haben vorher gesagt, wir können auch zweigleisig weiterfahren, das bestreite ich jetzt hier. Als rechtbare Bürgerin möchte ich Sie darauf hinweisen, dazu bitte ich Sie Stellung zu nehmen. Wie Sie das sehen, Sie haben dieses Mailänder Consult-Gutachten hier zitiert, das hat auch unser Kollege Weider im Gemeinderat zitiert, ich habe mir das nochmal genau angeguckt. Wenn es alles beim Alten bleibt, ja, Sie wollen ja keine Eingriffe in die Natur und die Umwelt, das begrüße mir, aber dann bleibt alles beim Alten, das muss man einfach mal festhalten. Dann, wenn dann noch die S-Bahn kommen soll, dann hat es extreme Auswirkungen hier auch auf Reichenbach, auf die Verkehre, zum Beispiel beim Regionalexpress. Der hält nicht mehr hier. Der hält dann nicht mehr. Der Regionalexpress sagt, Wollen Sie deswegen die S-Bahn? Genau. Das ist ein Scheiß. Genau deswegen. Also man muss einfach klar sagen, was steht in dem Gutachten drin. Man kann da nicht alles auf diesem Korridor abwickeln, zweigleisig. Sie haben vorher gesagt, das ist alles problemlos möglich. Das ist nicht so und deswegen gebiete ich Sie, ganz klar Stellung zu nehmen. Was wollen Sie hier mit unserem Vilstal? Soll alles beim Alten bleiben? Ja. Gibt es dann eine S-Bahn nach Göppingen? Ja oder nein? Wenn Sie was verändern möchten, wo genau liegen die Punkte, wo Sie was machen möchten? Herr Palmer, da waren auch Sie etwas vage, muss ich sagen, was Glochingen betrifft. Sie haben dann gesagt, ja, das müssen wir dann gucken, wie man das mit dem Bahnhof macht. Entweder man baut es oben drüber, hat ja eh schon genug Brücke, oder man macht auch einen Tunnel. In Glochingen, also ich möchte jetzt wirklich ganz konkret wissen, wie Sie diese Strecke hier ertüchtigen wollen. Dazu habe ich bislang nichts gehört. Also, vielen Dank für die Möglichkeit, das zum dritten Mal zu erklären. Ich habe es aber noch nicht ganz verstanden. Da Sie Abgeordnete sind, darf ich Ihnen ja auch Frage stellen, oder? Abgeordnete antworten ja auf Fragen von Bürgermeistern auch. Können Sie mal einen Satz dazu sagen, warum Sie für diesen von mir vorgestellten Irrsinn sich? Genau. Da. Wie viel Geld hätten Sie denn ausgegeben, um in Reicherbach Wählerstimmen zu kassieren? Wie viel Geld würden Sie als Landtagsabgeordnete in die Hand nehmen für den Unsinn, damit Sie hier in Reicherbach Stimmen kriegen? Also wenn Sie richtig informiert wären, dann wüssten Sie, dass ich hier in Reichenbach nicht Kandidatin bin, sondern das sind die Göppinger. Das wissen Sie sicher, Herr Dr. Bessler, ja, das ist der Kollege Fritz, der aus Göppingen herkommt. Deswegen bin ich hier nicht auf Stimmenfang in Reichenbach aus. Sondern ich bin hier als Reichenbacher Gemeinderätin. Ja, wir sind auch Hochdorf, das ist richtig, aber ich bin hier als Reichenbacher Gemeinderätin und mich macht es schon besorgt, dass es überhaupt nicht transparent ist, was Sie hier im Vilstal wollen. Und Sie machen es nicht transparent. Es gibt konkrete Planungen, die nicht auf den Tisch gelegt werden und die möchte ich gern sehen. Gut, aber das war jetzt eine Frage, Antwort auf die Frage von dem Herrn hier, aber meine Frage, warum Sie warum sind Sie denn nach dem, was ich Ihnen gerade dargestellt habe, für Stuttgart 21? Ich hätte von der Abgeordneten gerne Antwort. Also ich bin nicht für Stuttgart 21, sondern für Stuttgart 21 plus. Ja? Ich denke, dass diese Nachbesserungen, die Schlichtung ergeben hat, und das war ja das Gute an dieser Schlichtung, dass tatsächlich nochmal überprüft wurde, dass sie notwendig sind, damit wir hier ein leistungsfähiges Schienennetz haben. Ja? Und dazu gehört für mich die Schnellbautrasse. Und die Einbindung nach Stuttgart. Nochmal Rückfrage, Sie waren im Landtag, als vor 2 Jahren abgestimmt wurde über Stuttgart 21. Ja. Wurde da über Plus oder über Stuttgart 21 abgestimmt? Es wurde über Stuttgart 21 abgestimmt, aber wir begrüßen es ausdrücklich, dass es zu Nachbesserungen kommt. Ist gut, kostet aber Geld. Und Tatsache ist, Sie waren im Landtag, haben die Hand dafür gehoben für genau das, was ich Ihnen vorgestellt habe. Und Sie sagen jetzt, auch die Kritiker hatten teilweise doch recht und wie gut, dass man da nochmal nachbessern kann. Das sagen Sie. Jetzt haben wir leider nicht darüber gesprochen, dass für die 10 Gleise in Stuttgart gar kein Platz ist, muss die LBW wieder abreißen. Das wird viel zu breit, das geht gar nicht. Also am Ende kommt raus, bei Plus ist es nicht baulich, nicht machbar. Jetzt aber ich glaube, den Stresstest, ab was überhaupt in der Tat. Aber Sie sagen, Sie sind fürs Plus. Doch nicht vor. Sie sind ja fürs Plus. Jedenfalls würde ich mal sagen, Sie haben ein bisschen mehr Fragen zu beantworten als ich. Weil das, ja, aber Sie haben meine noch nicht beantwortet und wir sind heute hier, dass man hört, was Sie im Vilstal sprechen. Meine Antwort kommt ja jetzt, aber ich finde, man muss dann schon auch mal bereit sein, seine eigene Position zu erklären und nicht nur, was ist jetzt der Unterschied? Herr Palmer, das hat Sie... Wie exakt, wenn jemals im Bahnhof Glochingen was gemacht werden muss,
Dann die Brücken und die Tunnel liegen und der Lärmschutz. Das ist doch völlig, das ist eine Erwartungshaltung, die Sie doch seriös überhaupt nicht formulieren können. Also erstens, dieser Maßstab ist völlig unangemessen. Zweitens, ich habe Ihnen und der Landtagskandidat aus der Region auch sehr deutlich gesagt, Ausbauten im Vilstal könnten nur einen Zweck haben, Beschleunigung. Diese Beschleunigung ist es uns nicht wert. Also werden wir auch keine Ausbauten haben. Das, was Sie hier von uns wissen wollen, haben wir gesagt. Es gibt aus unserer Sicht, weil es sich nicht lohnt, für die paar Minuten, die man da rausholen kann, gibt es überhaupt keinen Grund, Kurven zu begradigen, auf 150 zu beschleunigen, in Blochingen irgendwelche Brücken zu bauen. Das wollen wir nicht, weil es sich nicht lohnt. Ich finde, das ist eine ziemlich klare Aussage. Die haben aber Herr Busch, das haben wir jetzt schon fünfmal schon mal gesagt. Vielleicht ist es so, dass die hier vorne es halt gehört haben, die sagen, alles hat er gesagt, hier war es akustisch nicht so. Kann ja sein, aber jedenfalls sagen wir das für den ganzen Abend, wenn überhaupt irgendwas im Finstag gemacht werden müsste, dann wäre das der Tunnel, der Anbaustipp, um die Geislinger Steige zu entlasten und dort die Zeit zu gewinnen. Sonst nichts. Alles andere lohnt sich nicht. Und die dritte Aussage, die wir auch klar gemacht haben, ist, wir wollen eine Lösung, die für das Vilstal besser ist als das, was geplant ist. Ja, und da haben Sie bisher auch nicht widersprechen können, weil es halt so ist. Wir sagen, weil ihr Lösung nicht kennt. Ja, aber Entschuldigung, dass die Lösung, die jetzt geplant ist, die beiden Nachteile hat, dass man beim Personenverkehr, schnelle Verkehre, weniger Angebot hat als jetzt. Und dafür freie Kapazitäten schafft für den Güterverkehr. Diese beiden Nachteile können Sie nicht widerlegen. Und Sie können auch nicht widerlegen, dass unsere Auffassung, dass eine Strecke, die güterverkehrstauglich ist, für das Vilstal besser ist als eine Neubaustrecke, die das nicht ist. Und wieso verlangen Sie jetzt von uns, dass wir darauf verzichten, ernsthaft zu prüfen, ob man eine wirtschaftlich vernünftige Neubaustrecke hinkriegt, die den Güterverkehr aus dem Vilstal abzieht, und uns dafür festzulegen, dass wir hier im Vilstal Sachen bauen, die wir nicht wollen. Was ist denn das für eine Forderung? Wozu denn? Darf ich nur eine Frage stellen? Ich möchte nur eine Frage stellen, die mir wichtig ist. Sie haben gesagt, es gibt keine Zeitverzögerung, wenn Ihre Planungen kommen. Es ist mir überhaupt nicht klar, wie Sie das umsetzen wollen, weil im Moment ja noch gar nicht konkret klar ist, was Sie überhaupt wollen. Also zunächst mal muss ja mal schnelle kurze Antwort. Wir haben diese Bausteine, viele dieser Bausteine sind im bestehenden Eisenbahnbereich in Stuttgart und die kann man sehr schnell realisieren. Und wir haben Bausteine, die länger brauchen. Eine verbesserte Neubaustrecke braucht Zeit. Aber wissen Sie eigentlich, dass auch bei Stuttgart 21 noch eine Menge von Planfeststellungsabschnitten nicht fertig sind? Noch nicht mal die Unterlagen eingereicht. Sie bauen los, aber Sie haben nicht mal eine Plangenehmigung. Da wird einfach mal losgebaut. Das heißt, tatsächlich wird Stuttgart 21 niemals 2019 in Betrieb gehen. Wenn Sie sich durchsetzen mit dem Zeug, sprechen wir uns wieder. Meine Prognose ist, es wird Mitte der 20er Jahre, bis das wirklich läuft, das ganze Projekt. Noch länger. Diese Bauverzögerung ist minimal zu erwarten, 2025. Und bis dahin haben Sie den Großteil dessen, was alternativ ist, auch am Netz, stückweise. Wir werden nicht ganz fertig sein. Vielleicht ist dann die neue, bessere Neubaustrecke erst 2030 fertig. Dann haben wir ab 2030 im Vilstal keinen Güterverkehr mehr. Ich wäre als Vilstaler bereit, 5 Jahre zu warten, wenn danach der Güterverkehr weg ist. Ja. Ja, also, ich habe lange gewartet. Danke, dass ich jetzt rankomme. Ja, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Stefan Feis und ich bin jetzt nicht parteipolitisch der SPD oder der CDU zugehörig, sondern seit 1998 bei den Grünen. Und ich finde auch, dass die Grünen nach wie vor in den meisten Politikbereichen aus meiner Sicht eine gute Politik machen, ja, um das mal vorwegzunehmen. Trotz allem bin ich nach 5-jähriger Mitgliedschaft im Kreisvorstand, wo ich unter anderem für Verkehrspolitik zuständig war, zurückgetreten letztes Jahr, und zwar aus Protest gegen die Haltung der Grünen, vor allem wegen der Neubaustrecke, aber auch wegen Stuttgart 21. Und das möchte ich auch ganz kurz hier begründen. Ich möchte da nochmal zurückkommen auf den Eingang von Boris Palmer. Der hat am Eingang gesagt,
Heiner Geißler ist gegen Stuttgart 21. Da muss ich aber auch sagen, hätte natürlich alles zitieren müssen. Ja, Heiner Geißler hat auch gesagt, er hätte sich mehr Bürgerbeteiligung gewünscht und möglicherweise hätte auch bei mehr Bürgerbeteiligung das Projekt Stuttgart 21 gewonnen. Ja, also so dagegen war er nicht. Das ist das eine. Und jetzt auf die anderen Punkte, die du gesagt hast, Boris, K21. In fünf Jahren baut man einen Tunnel, der nicht finanziert ist, der nicht planfestgestellt ist, aber in 5 Jahren soll der angefangen werden zu bauen. Also wie lange hat der S-Bahn-Ausbau nach Kirchheim gedauert? Ne? Ich glaube, das waren 20 Jahre. Wie lange hat der Ausbau der S-Bahn, der Bau nicht die Finanzierung, ja. Nicht der Bau. Ja, die Finanzierung, aber K21 muss auch finanziert werden. Nein, darfst du nicht. Ich habe das Recht zu bestimmen, ob du reden darfst oder nicht. So, Stefan, das lasse ich dir nicht durchgehen. Aber K21 ist auch nicht finanziert. Nein, sowas lasse ich dir nicht durchgehen. Es ist einfach unrechtlich. Es ist unrechtlich zu behaupten, der Ausbau der S-Bahn nach Kirchheim habe 20 Jahre gedauert. Nein, hat er nicht. Die Finanzierung. Das Geld aufzuteilen hat 20 Jahre gedauert. Das war's. Und K21 ist doch auch nicht finanziert. Also ich würde nur sagen, viele Schienenprojekte brauchen sehr lange Finanzierung, Planung, bis es nachher zum Ausbau kommt. Okay, also, dann sagt der Boris Palmer natürlich nicht zu Recht, sondern meines Erachtens zu Unrecht, aber er sagt, diese Finanzierung, Kofinanzierung wäre verfassungswidrig, Verstoß gegen Artikel 104a Absatz 1 Grundgesetz, ja, Ausgabentrennung. Das ist ja schon recht und gut. Nur wer soll K21 dann finanzieren? Dann soll das der Bund finanzieren, also der Herr Ramsauer soll das finanzieren. Dann gehen die Grünen jetzt, wenn sie in der Landesregierung sind, in der SPD zusammen, ist ja recht. Dann gehen sie nach Berlin und sagen, Ramsauer, wir wollen innerhalb von 5 Jahren jetzt Geld für K21 haben. Also wie realistisch das sein soll, ja, da habe ich doch meine erheblichen Zweifel. Also die Umsetzbarkeit, natürlich ist theoretisch umsetzbar, theoretisch viel umsetzbar. Aber ich denke, wir müssen auch mal an die Praxis denken, ja, und praktisch ist K21 eben in den nächsten 20 Jahren nicht umsetzbar. Ja, das ist Zeit und Erfahrung. Das ist ganz sicher. Weil viele Fragen in Stadt Stuttgart, das Land letztlich. Was ist der Umkehrschluss? Nein, der Umkehrschluss ist für mich, und der Boris Palmer hat das viele gute Dinge gemeint. Ich möchte das auch mal sagen. Ja. Nein, genau, viele gute Dinge, und zwar Stuttgart 21 Plus, nämlich die Dinge, und das muss man den Gegnern zugute halten, ja, die sie hier vorgebracht haben. Und Einwendungen sind natürlich wichtig, ja, viele zumindest. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass hier eine konstruktive Politik darauf abzielt, zu schauen, diese Ergebnisse der Schlichtung, dass die auch wirklich umgesetzt werden, ja, dass da alle Parteien darauf achten, dass die Bahn hier diese Ergebnisse umsetzt. Und wenn es Nachbesserungen gibt, dann muss es die eben geben, dann müssen die bezahlt werden. Der Ausstieg kostet auch viel Geld, ja, und das sind eben nicht 500 Millionen Euro. Ja. Das ist die Wirtschaftsmacht hat 1,1 und 1,6 Milliarden Euro. Einer kann ja nicht allein sicher diskutieren wollen. Das ist irgendwann mal Schluss jetzt. Das heißt, nach dem am Ende. Ich will nicht schon kaum auf ihr zu hören, Stefan. Ihr merkt, gesagt, S-Bahn, Boxhandschuhe ausgeben. Ich bleibe jetzt nur eine Stunde länger da, damit wir in Ruhe hören können, was du zum Sagen hast. Gerne. Also, ich habe es aber jetzt nicht mehr verstanden können. Nein, ich mache jetzt also unter diesen Protesten weiter. Jetzt sind alle still. Ich will jetzt auch keine Stunde reden, aber ich wollte ein paar Dinge noch vorbringen. Ich finde zum Beispiel auch, wenn ich bei K21 für Grundsatz her einen Tunnel baue, ja, dass so ein Tunnel durchaus viel mehr gebaut werden. Das ist auch, das ist vielleicht ein Kilometer kürzer, gebe ich dir recht. Ja. Aber wenn ich schon Geld in die Hand nehme, einen langen Tunnel zu bauen, dann baue ich ihn doch bitte so, dass ich da auch noch auf dem Filter einen Bahnhof bekomme. Und ich bin auch gegen Flugverkehr. Also ich fahre in dem Zug nach Marokko, gut kurzes Schiffstück, ja, nach Sizilien, nach Schottland, nach Italien, dann nicht, nicht der Autofraktion oder der Flugfraktion an. Ja? Ganz sicher nicht. Ja? Das kann man mir nicht unterstellen. Nur der Flughafen ist lieber, die Leute fahren dort mit der Bahn hin, als dass sie mit dem Auto hinfahren. Also deshalb halte ich den Anschluss in den Flughafen für sinnvoll, wenn ich schon einen Tunnel baue, so lange. Dann natürlich die Messe. Die wollte ich nicht haben, aber die ist nun mal dort. Ja? Und dann ist es auch sinnvoll, wenn wir dort auch schnelle Zugverbindungen dorthin haben. Dann wohnen dort 250.000 Leute, die wohnen auch in Ostfildern. Das macht doch Sinn, und das, die Leute dort an das Schnellbahnnetz anzuschließen, ja, an den schnellen Regionalverkehr, an den schnellen Fernverkehr. Wenn ich schon dieses Geld in die Hand nehme, baue
wohnt in einem Tunnel nicht 5 Kilometer östlich davon. Das ist doch Unsinn, aus meiner Sicht zumindest. Und die Leute in Filderstadt und Landen und so weiter, die profitieren natürlich sehr wohl von dem vom Bahnhof. Ja, das weißt du, weil Leute natürlich innerhalb von 20 Minuten, 25 Minuten dann nach Ulm fahren. Anders müssen sie bei K21 zuerst mit der S-Bahn in die Stadt fahren. Und dann ohne Neubaustrecke innerhalb von 54 Minuten nach Ulm fahren. Ja, also nur als Beispiel. Gut. Also ich würde nur appellieren, so zu reden, dass das Publikum Interesse dafür aufbringt. Ja, okay. Es geht nicht darum, dass ich spiele, aber relevante Dinge. Ja, also ich glaube, das ist schon relevant. Ja. Die Dame hinter dir hat auch noch Fragen gestellt. Ich würde zu dem Ostfilter nur einen Satz sagen. Es geht auch auf der Gäubahnstrecke in 17 Minuten. Und dann ist man 6 bis 7 Minuten näher am Bahnhof, am Flughafenterminal, weil der Fußweg entsprechend kürzer ist, als bei dem geplanten Flughafenbahnhof, wo ich dann halt ewig weit laufen muss. Das heißt, von Kopfbahnhof zum Terminal bin ich in der gleichen Zeit wie mit dem teuren Tunnel. Wenn ich für viel weniger Geld die gleiche Fahrzeit haben kann, bin ich als Schwabe für die billigere Lösung. Also ich habe da nicht die gleiche Fahrzeit, wenn ich da auf Rode und Fernbahnhof habe. Punkt zu Punkt bin ich natürlich, in Ulm Richtung München natürlich deutlich schneller, wenn ich da oben einsteige. Ja, aber Stuttgart da hoch, das war gerade das Argument, bis zum Terminal ist genau gleich schnell wie der Gäubahn. Und jetzt ist die Dame hinter dir dran, okay? Hat ihr gerade keine Antwort oder keine Alternative von jemandem, der sich hier als Partei aufstellt, die nicht in der Regierungsverantwortung ist? Habe ich schon beim Faktencheck ganz kapiert, warum ein Gegner eine Alternative bieten muss. Bloß weil man sagt, das Konzept, das bereits vorgestellt ist, Stuttgart 21, ist krank. Ich habe allerdings eine Frage an die Leute, die in der Verantwortung sind. Und zwar, wenn hier Frau Vohler für den Gemeinderat in Reichenbach irgendwelche Bürgermeister von Blohinger Reichenbach sitzen, wie viel bringen die Gemeinde künftig auf, jährlich für Stuttgart 21? Und ich hätte zwar ganz gern genaue Zahlen, und für Ihnen, Frau Vohler, hätte ich auch gern die Zahlen für Kirchheim. Also ich kann Ihnen das generell sagen, die Region zahlt 100 Millionen. Nein. Die Region zahlt 100 Millionen an Stuttgart 21. Und warum zahlt die Region 100 Millionen? Weil wir dadurch Vorteile für den schienengebundenen öffentlichen Nahverkehr kriegt. Weil wir nämlich sonst Dinge wie den Ausbau S-Bahn nach Göppingen und den Ringschluss Blochingen-Wendlichen-Filderstadt, die S-Bahn-Verlängerung nach Neuhausen, wie zum Beispiel jetzt die S40 und die S60 mit entsprechenden Zuschüssen des Bundes selber zahlen müsste. Und unterm Strich ist es für die Region wirtschaftlicher im Zusammenhang mit der Schnellbahntrasse diese Dinge zu bewegen, weil zum Beispiel das Gutachten vom Verkehrswissenschaftlichen Institut Stuttgart, ich habe es vorhin schon gesagt, vor 2 Jahren mit den Grünen in der Region so verabschiedet, auch Einschleifungen in die Schnellbahntrasse mit der S-Bahn vorsitzen. Ich wollte nur eine Zahl von Ihnen hören. Die Zahl gibt es als diese absolute Zahl. Die gibt es freilich. Die gibt es pro Landkreis, das sind beim Landkreis 1,8. Das sind beim Landkreis. Weiß irgendjemand hier in Reichenbach, wie viel zukünftig in den nächsten 10 Jahren jedes Jahr für Stuttgart 21 zu beraten? Ich werde es Ihnen ja weiter beantworten. Es funktioniert beinahe. 30 Minuten bitte. Nein, die Verkehrsumlage. Aber ich kann Ihnen sagen, was es ist. Dieser Betrag wird refinanziert über die Verkehrsumlage bei den Landkreisen, das sind beim Landkreis Esslingen 1,8 Millionen. Diese 1,8 Millionen werden über die Kreisumlage finanziert. Die Kreisumlage ist pro Kommune variabel, weil sie sich nach der Steuerkraftsumme der jeweiligen Kommune macht. Insoweit ist es kein gleichbleibender Betrag, sondern das ist in Blohing ein Betrag von jährlich etwa 50.000 Euro, den wir aber, wenn wir den S-Bau-Ausbau ernst nehmen, vermutlich teurer bezahlen würden, wenn die Region die S-Bahn ausbaut. Und es war zum Beispiel ja die Frau Trischenko, die in der Region den Antrag gestellt hat, dass man künftig die Beteiligung der Belegenheitskommunen streicht, sondern die S-Bahn-Ausbau nur noch über Regionalumlage finanziert. Und dann wären alle Tore hier geöffnet. Also die Rechnung zu sagen, es fehlen 50.000 Euro, zum Beispiel in Blohingen für Straßenkindergarten ähnlichen, ist eine schöne Milchmädchenrechnung. Oder Schulbücher ist eine Milchmädchenrechnung. In Blohingen fehlen Schulbücher,
Bücher, weil die Gemeinde kein Geld hat. So wird es uns gesagt. Und wir als Eltern müssen die Bücher jetzt selber kaufen, dass uns der Eltern. Also das ist jetzt ein anderes Thema. Das kann ich bei Gelegenheit mit Ihnen Diskussionen des Also ich werde mal sagen, irgendwann müssen Sie das Peter mit dem Morgen wieder schaffen können. Sollte man vielleicht sowieso ein Elfi jedenfalls mal dänischen Zins gemacht haben. Wer hat das noch rummeldet? Das muss ich gerne mal sagen. Also guten Abend, es gibt zwei Füllstellen, so ein Kompressor ist hingekriegt. Aber ich muss sagen, es ist besser, wir machen die 3,5 Wochen bis zur Wahl ab. Weil bei dieser unterschiedlichen Standpunkt, die Schwarze sind für S21, viele andere sind für K21. Ich behaupte, dass die Schwarzen für S21 sind, obwohl sie vielleicht viele davon wissen, dass es ein totaler Schwachsinn ist. Aber diese Partei kann nach 58 Jahren keine Macht abgeben. In Ägypten hat man es geschafft, diese 40 Leute, nach 40 Jahren aus dem Palast rauszuschmeißen. Und es hat mit Richtigkeit nichts zu tun. Wenn ihr mit so einer Verbissenheit und Diffamierung von uns, wenn ihr so uns bekämpft, das hat mit Christlichkeit nichts zu tun. Und da muss ich dazu sagen, viele von der Kirche, die gehören auch zu der schwarzen Brut, zu der schwarzen Wolke. Sie waren schlechter. Heute ist es schwer, was zu sagen, aber ich bin froh, dass der Palmer sich erklärt hat. Er bleibt hier bei uns. Vielstar. Ich komme aus Hochter, mein Name ist Fritz Köhler. Ich habe mal eine Frage, bevor es 21 oder K21 kommt, kommen die Landtagswahlen. Es gibt vielleicht einen harten Wahlkampf oder eine knappe Entscheidung. Mit wem würden Sie zusammengehen? Sie als Partei und Sie als Oberbürgermeister und man ist immer mal böse, man hat sich favorisiert, bis hinauf in die höchste Ebene zum Ministerpräsidenten. So war in der Presse zu lesen, aber ich brauche nur den Grundsatz, was von hier verstehe, an der Themawechsel, Wahl im März, im März. Also falls Sie mal den Kollegen Bürgermeister, das ist so schön, Bürgermeister zu sein, da will man nicht mehr. Will jetzt hier dahin? Wo in Landa? Ja. Um Gottes Willen. Gute Aussage. Also, Herr Kollege Palmer, ich bin über die Streitkultur im Gemeinderat Lochingen, die deutlich über das seit Abend ist, sehr froh und es ist deutlich angenehm. Und man kann was bewegen, was der Abgeordnete nur partiell kann. So. Also, ich hoffe, dass die Kollegin am Tisch das verzeiht. Ich wollte ja so böse gar nicht sein, weil ich sage, ich bleibe OB in Tübingen, das ist schöner. Das danke dir schon mal. Was jetzt die Frage angeht, was bringt die Wahl? Ich habe es vorher schon mal versucht, da abzuzeichnen, aber ich kann es Ihnen jetzt auch in Bezug auf mögliche Regierungskonstellationen nochmal auseinanderdröseln. Das ist mal meine Meinung, was die Partei macht, muss ja nicht meine Meinung sein. Meine Meinung ist die, dass in der gegenwärtigen Situation etwas, das ich vor 5 Jahren noch aktiv, auf das ich noch aktiv hingearbeitet habe, nämlich eine Regierung mit CDU und Grünen, nicht mehr möglich ist. Ich glaube, ich bin da relativ glaubwürdig, weil die SPD mich lange ziemlich scheel angeguckt hat, weil ich immer mit den Schwarzen da so viel gemacht habe. Und da war ich einigermaßen im Verschiss. Also mir kann man nicht vorwerfen, ich sei immer schon CDU-Gegner gewesen. Ich weiß nicht. Das können Sie in der Zeitung alles nachlesen. Aber ich sage Ihnen als einer, der sehr wohl der Auffassung ist, dass es interessant sein kann, wenn CDU und Grüne miteinander regieren. Da hat es Vorteile davon. So wie es auch Vorteile hat, wenn SPD und Grüne miteinander regieren. Ich sage Ihnen, dieses Mal geht es nicht. Aus 2 Gründen. Der erste Grund ist, niemals wird die CDU Stuttgart 21 opfern für eine Koalitionsverhandlung und wir können Stuttgart 21 nicht bauen. Das schließt sich aber aus, es gibt nur eins von beiden. Und keiner von beiden kommt davon runter. Also Sie gucken mich nicht mehr an, wenn ich nachher sage, ah, das war vielleicht doch nicht so schlimm mit dem Engpass für die Zukunft, bauen wir es doch, dann brauche ich ja hier nicht mehr vorbeikommen. Also ganz dahinter kriege ich ein bisschen Beifall, Schulterklopfer, aber hier vorne nicht. Und von Ihnen habe ich ja nichts zu erwarten, wenn ich das richtig verstehe, sind Sie ja aktiv für andere Parteien tätig, dass Sie mir eine Stimme geben täten, wenn ich kandidiere. Also man muss sich ja schon um die Leute kümmern, die einem potenziell auch eine Stimme geben können. Also wird es nichts. Und der zweite Grund, warum das nichts wird, ist die Person des Ministerpräsidenten.
schlicht und ergreifend. Sie können Schwarz-Grün mit einem Ole von Beust machen, aber mit seinem Nachfolger offensichtlich nicht. Weil schon gar nicht, wie der Kaiser hat. Ahlhaus oder irgendwas. Und Sie können Schwarz-Grün auch mit einem Ministerpräsidenten nicht machen, der ein solches Demokratieverständnis hat. Weil wir sind eine Partizipations- und Rechtsstaatspartei, nicht nur eine Umweltschutzpartei. Und ein Ministerpräsident, der Milliarden verpulvert, ohne den Landtag zu fragen, den Finanzminister nicht einweiht und ohne den Innenminister die Polizei mit Wasserwerfern und Pfefferspray auf die Bürger loslässt, ist für mich untragbar. Und Augen ausschießen lässt. Augen ausschießen lässt. Deswegen kann ich Ihnen ganz eindeutig, ich werde nicht im Landtag sitzen, nur die Abgeordneten wählen, den Ministerpräsidenten oder die Präsidentin. Im Moment gibt es nur männliche Kandidaten. Also uns wollen Ministerpräsidenten. Ich werde nicht im Landtag sitzen, aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass eine relevante Anzahl von grünen Abgeordneten, also der Herr zum Beispiel, im Landtag die Hand heben tätet, das ist geheim, also das Kreuz machen tätet, für Stefan Markus. Die CDU wird aber natürlich ihren Ministerpräsidenten nicht opfern für eine Koalition mit den Grünen. Ja, logisch. Da wäre ich mir nicht so sicher. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ja gut, wenn so Macht erhalt geht, sind die immer sehr kreativ. Na gut, da haben sie auch immer noch Ausweichoptionen. Und dann gucken wir wieder die SPD-Kolleginnen, bevor sie den Markus aufgeben, nehmen sie die SPD. Und so wird es dann kommen. Wenn sie uns bräuchten, weil es mit der FDP nicht langt, würde Stuttgart 21 den Ministerpräsidenten erhalten für große Koalition sprechen, wobei nicht sicher ist, wie groß die ist. Aber das wäre die Logik. Es sei denn, Grün und Rot einigen sich. Ja, also das ist ja die Alternative. Deswegen ist aus meiner Sicht bei dieser Wahl die Sache klar. Für uns als Grüne geht es mit der CDU nicht. Für die CDU geht es auch mit uns nicht. Also bleibt nur die Option Grün-Rot oder Rot-Grün übrig. Und da haben wir glücklicherweise seit dem letzten Herbst eine Brücke. Also beim Ministerpräsidenten kein Problem. Der Nils Schmid ist ein grundanständiger Kerl. Ich habe ein gutes Verhältnis zu ihm. Wird kein Grüner sich irgendwie was abbrechen, den zu wählen. Ich glaube, dass umgekehrt auch die SPD ganz gut damit klarkäme, den Kretschmann zu wählen. Also da gibt es dieses Problem von Markus nicht. Und bei Stuttgart 21 haben wir zwar das Problem, dass Teile der SPD, ja nicht alle, dafür sind, aber auch relevante Teile dagegen, ist ja nicht so, dass das einheitlich wäre. Und deswegen brauchen wir eine Brücke. Und die Brücke hat die SPD beschrieben. Deswegen kann die SPD, glaube ich, auch drüber gehen, weil es gar nicht unser Vorschlag. Die SPD hat gesagt, wir wollen das jetzt nicht mehr alleine im Parlament entscheiden, sondern wir wollen die Entscheidung ans Volk zurückgeben. Und es geht nach der Verfassung in einer bestimmten Konstellation. Nämlich in der Konstellation, dass die Regierung sich für ein Gesetz ausspricht und der Landtag das ablehnt. Dann sagt die Verfassung, bei diesem Konflikt zwischen Regierung und Parlament gibt es nur einen, der das entscheiden kann, das ist das Volk. Und genau der Fall tritt ein, wenn die Grünen den Ministerpräsidenten stellen. Dann wird nach Kabinettstisch zu gehen, wird das Kabinett ein Gesetz beschließen und den Landtag... Die vielleicht überstimmen? Vielleicht, aber jedenfalls der Ministerpräsident ist ein Grüner, der setzt es durch, steht im Koalitionsvertrag so drin, ihr macht es mit, aber ihr habt die Freiheit, eure Abgeordneten sind nicht an den Vertrag gebunden, ihr dürft im Parlament dagegen stimmen. Und da passiert genau das, wofür der Artikel 60 der Verfassung gedacht ist, Streit zwischen Regierung und Parlament. Und dann geht man in den Volksentscheid. Juristisch unanfechtbar möglich, steht exakt so drin. Und dann kann man das Volk entscheiden lassen. Damit weiß ich natürlich auch nicht, was rauskommt. Und das ist alles, was man ehrlicherweise, der Geißler hat nicht gesagt, ich bin für Stuttgart 21, er hat nur gesagt, bei dieser alternativen Erwägung weiß ich auch nicht. Ja, wer kann das wissen? Niemand. Das kann nur der Allmächtige wissen, wie das ausgegangen wäre, wenn man die Bürgerbeteiligung gemacht hätte. Natürlich kann bei einer Bürgerbeteiligung auch das rauskommen, was ich nicht will. Logischerweise. Deswegen ist das kein Versprechen, dass Stuttgart 21 gestoppt wird. Aber jedenfalls ist es danach sauber legitimiert. Das, was man macht, ist dann transparent und vom Volk entschieden. Und wenn dabei rauskommt, das Volk will Stuttgart 21, dann bin ich auch dafür. Das ist Demokratie, das muss man akzeptieren. Nur nicht mit dieser Vorgeschichte und diesen getürkten Zahlen. Also das ist die Antwort auf die Frage, was könnte nach der Wahl kommen? Es gibt noch eine dritte Option, über die man dann immer wieder reden muss, und das ist die, macht ihr dann Rot-Rot-Grün? Ich weiß nicht, was die Kollegin von der SPD dazu sagt, aber ich kann nicht sagen, was ich darüber denke. Ich denke, dass in Baden-Württemberg, wo jeder Bürgermeister weiß, dass er abgewählt wird, wenn er zu viel Schulden macht. Das mache ich nicht, das mache ich nicht.
eine Koalition oder auch nur eine Tolerierung mit einer Partei, die so viel Schulden machen will, wie Zeitreiber ausgeschlossen ist. Ich halte das sachlich nicht für möglich, weil das bedeutet, entweder wirft die Linke am Tag 1 nach der Wahl ihr gesamtes Programm in der Mülleimer, alle schönen Versprechungen von kostenfreier Kindergarten bis zu doppelt so viel Kinderbetreuung und Lehrerstellen und was da alles Schönes drinsteht. Also entweder wirft sie das alles weg, dann können sie sich einsagen, warum sollten die das machen. Oder wir kaufen uns die Zustimmung der Linken dadurch, dass wir einen Haushalt vorlegen, der Milliarden Schulden zusätzlich vorsieht. In Baden-Württemberg völlig ausgeschlossen. Das kann man vielleicht in Nordrhein-Westfalen machen, wo jede Stadt schon so verschuldet ist, dass man weiß, man kann es eh nicht zurückzahlen. Und da haben die Leute ein anderes Verhältnis zum Geld. Aber in Baden-Württemberg geht es nicht. Und aus dem Grund sage ich für mich, das ist keine Parteiposition, aber ich sage das klar, ich halte programmatisch eine Koalition oder eine Tolerierung wegen der Finanzen mit der Linkspartei für unmöglich. Und deswegen geht es bei dieser Wahl einfach um die Frage, hat Schwarz-Gelb wieder eine Mehrheit? Dann wird Stuttgart 21 auch gebaut. Oder schaffen wir zum ersten Mal nach 57 Jahren den Wechsel für Grün-Rot, von mir aus auch Rot-Grün, ich bin da jetzt nicht so okay. Hauptsache es langt, sollten wir zusammen schaffen. Und dann gibt es Stuttgart 21 in Volksentscheid, warten wir ab, was dabei rauskommt. Und wenn es tatsächlich so wäre, dass beides keine Mehrheit hat, weil die Linke drin ist, ich glaube, da können Sie nicht widersprechen, dann wird am Ende Schwarz-Rot rauskommen. Wenn sonst nichts geht, ist immer Schwarz-Rot die letzte demokratisch sinnvolle Zukunft. Ist auch richtig dann, dass die beiden Volksparteien das dann miteinander machen. Sehen Sie das als Bedrohung, sondern als realistisches Alternativszenario. Das sind die Möglichkeiten, die diese Wahl bringt. Also für die Linke ist meine Ansage, wer links wählt, bekommt Mappus. Und die Twins in dem Parlament reicht wohl nicht für Grün-Rot und auch nicht für Rot-Grün. Und dann hat man als Ergebnis der Mappus wieder und Stuttgart 21 auch. Weil die SPD im Koalitionsvertrag und der CDU Stuttgart 21 schlucken wird. So, jetzt kann ich dir nicht du füreinander, sondern ich. Ja, du weißt es besser. Der Mappus hat es ausgeschlossen. Mappus hat gesagt, nicht mit den Grünen. Mappus hat ausgeschlossen, auch in der SPD. Mappus hat gesagt, nur mit denen, die Steuererleichterungen versprechen, noch haben wir es halt. Nur mit denen. Wir haben gesagt, wir kämpfen für was. Wir kämpfen dafür, für andere Mehrheiten in dem Land. Auch wegen Stuttgart 21, aber auch wegen Bildung. Und da sind wir uns mit der SPD sehr nahe. Und auch wegen, das betrifft den mittleren Neckarraum ja besonders, und das ganze Pfilztal auf, dass wir moderne Industrie fördern müssen. Ich komme aus Göttingen, Schulberg für Windräder. War beim Wirtschaftsministerium, wollte für eine Pilotanlage einen Standort. Einen haben sie gekriegt, mit Ach und Krach. 6 weitere haben sie beantragt, sie waren x-mal beim Fischerer unten. Sie haben keine Anlage genehmigt gekriegt. Jetzt muss ich mich fragen, Windkraft ist die Boombranche in der Industrie überhaupt. Die Firma Liebherr, kennt man von dem Kühlschrank, die bauen auch solche Sachen. Die haben letztes Jahr 250 Millionen Umsatz gemacht. Ist die Branche, weil wir es exportieren können. Weil sich China, weil sich Indien, Brasilien, Russland, sich entwickelnde Staaten in Afrika nicht das Stromnetz leisten können wie wir, sondern versuchen müssen, ihre Energie dort dezentral zu produzieren, wo sie sie brauchen, braucht man eine Speichertechnik dazu. Wir brauchen die Photovoltaik. Wir sind hier im Raum mit unserer Universität gut aufgestellt. Aber das Wirtschaftsministerium, das zuständige Planungsgesetz, behindert das. Wir verschlafen eine ganz wichtige Technologie, wenn die CDU hier weiter an der Regierung bleibt. Deswegen sagen wir, wir kämpfen für Grün-Rot oder Rot-Grün. Ich kenne Nils Schmidt, Frau Kohler, schon ein bisschen länger wahrscheinlich als Sie. Ich komme eigentlich aus Nürtingen. Wir haben vor knapp 8 Jahren zusammen einen OB-Wahlkampf gemacht. Da hat SPD in Nürtingen mit Frau Kürzel, kennst du die aus hier, verstehst du ein bisschen was von Politik, bitte helf uns. Wenn den erfolgreich führt, ich habe sehr gern mit Nils Schmidt zusammengeschafft. Ich halte ihn für integer und ich halte ihn für einen guten Finanzpolitiker
Und ich bin letztes Jahr im Interview in der NWZ in Göppingen gefragt worden, was wir mal anstreben. Ich habe gesagt, wir streben grün-rot an. Herr Schmidt wäre ein ausgezeichneter Finanzminister. Zusatzfrage habe ich zum Volksentscheid. Es hört sich so schön an, dass der Widerstand endlich mal ein richtiges direktdemokratisches Ventil kriegt. Aber ich wüsste ganz gerne, wie ist die Fragestellung in dem Volksentscheid, den Sie da vorher angesprochen haben? Denn ich habe großes Bauchgrimmen, wenn hier ein Jungtim gemacht wird zwischen Neubaustrecke und Stuttgart 21. Beantworten wir die Frage noch, da muss ich ehrlich sagen, wir sind jetzt auch mal zu Ende, ich weiß nicht, wie lange Sie die Luft noch aushaltet, aber was passiert, ich habe die Luft noch aushaltet. Ich würde die Frage noch mal durchstellen, die Schlussfolgerung, ich will aber noch eins zum Atmosphärischen sagen. Herr Kollege, bei mir im Gemeinderat geht es auch gesitteter zu als hier heute Abend. Also das ist keine Spezialität von Ihnen, vielleicht ist da noch gesitteter als bei uns in der Tübinger Familie, weil ich ein bisschen aufmüpfiger, das weiß ich, kann sein, aber im Gemeinderat. Ich finde aber, dass das eine Qualität des heutigen Abends war, dass da nicht nur Leute einer Meinung beieinander geguckt sind, wie das sonst oft ist, wenn vor einer Wahlveranstaltung ist, sondern dass man sich mal richtig die Meinung sagt. Ich finde, von wenigen Ausnahmen her war das fair. Das meiste, was mir gesagt haben, war nicht beleidigend. Mir wurde mal kurz gesagt, ich hätte den Bahnhof beleidigt. Wenn es so war, entschuldige ich mich dafür. Aber davon abgesehen war das fair. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn in unserer Demokratie die Emotionen für die Sachen geweckt werden. Also mir ist es lieber, wir sind hier beieinander und streiten wirklich intensiv miteinander, als jeder liegt daheim, Füße hoch, Bierflasche auf Fernseher gucken, Deutschland sucht den Superstar und die Wahl ist auch vorbei, ohne dass ich hingehe. Ich meine, wir hängen es heute Abend durch ganz gut ab. Und jetzt zu Ihrer Frage. Was ist die Fragestellung? Und man muss auch dazu sagen, was ist denn das Elektorat? Also wer ist denn das vernünftigerweise das richtige Volk, das da entscheidet? Das ist eine gute Frage. Ne? Also sind es die Stuttgarter? Ist es die Region? Oder ist es das Land? Ist es Deutschland? Kann man ja fragen. Ich würde mal sagen, grob abgeschichtet, in Buxtehude interessiert es wenig. Also lassen wir mal den deutschlandweiten Volksentscheid vielleicht weg, den es auch laut Verfassung mitgibt. Ich bin auf der anderen Seite zwar der Meinung, dass es problematisch wäre, wenn bei einem Landesvolksentscheid möglicherweise der Schwarzwald und die Alp für Stuttgart 21 sind und die ganze Region Stuttgart mehrheitlich dagegen, das heißt die, die den Ärger nachher haben mit dem Bahnhof, müsste das aushalten, obwohl die, die eigentlich weit weg sind, das entschieden haben. Ich sehe das Problem. Aber ich glaube, dass man ernsthaft nicht mehr sagen kann, das ist nur ein Stuttgarter Projekt. Und daher ist es eigentlich auch nicht fair, das allein in Stuttgart zu überlassen. Also da muss man einen Kompromiss finden. Für mich ist die pragmatische Antwort die, dass derzeit politisch ein Entscheid in Stuttgart nicht in Aussicht ist, weil man dafür eine Zweidrittelmehrheit im Gemeinderat bräuchte, um das zu machen. Dann ging es schon, aber die ist nirgendwo in Sicht. Wohingegen man auf Landesebene, wie gerade beschrieben, schon mit einer Stimme Mehrheit im Landtag mit einer grün-roten Regierung einen Entscheid hinkriegt. Der wesentliche Unterschied. Das eine ist einfach nicht in Reichweite, das andere, ja, also nicht ausgeschlossen. Ja? Wir wissen noch nicht, wie diese Wahl ausgeht. Deswegen meine ich, dass pragmatisch die Antwort lautet, es wird wohl nur ein landesweiter Volksentscheid sein und es ist auch irgendwo vernünftig, das landesweit zu machen. Die Fragestellung. Ich bin wirklich der Auffassung, dass wir den Volksentscheid über das Projekt Stuttgart 21 herbeiführen sollten. Ich bin nicht der Auffassung, dass man das über die Neubaustrecke tun sollte und schon gar nicht das miteinander zu verkoppeln. Denn es gibt bei den Grünen und in der Allgemeinbevölkerung eine deutlich größere Zustimmung für die Neubaustrecke, hat man heute Abend hier gemerkt, als für den Tunnelbahnhof. Das heißt, wenn Sie beides verkoppeln, erreichen Sie nur eines, Sie heben das Projekt Stuttgart 21 über die Zustimmungshürde, indem Sie was durchaus Sinnvolles, nämlich die Neubaustrecke, damit zusammenpacken. Das geht schon aus diesem Grund offensichtlich nicht, weil es zwei völlig verschiedene Sachen sind, die verschiedene Zustimmungswerte haben.
Ich bin außerdem der Meinung, dass es zur Neubaustrecke einen Volksentscheid inhaltlich auch gar nicht so richtig geben kann, weil das ist nun tatsächlich ein Bundesprojekt. Die Neubaustrecke steht im Bedarfsplan. Da kannst du auf Landesebene eigentlich nicht so richtig drüber abstimmen. Während Stuttgart 21 explizit kein Bundesprojekt ist, sondern ein Projekt der Bahn, finanziert wesentlich aus unserer Landeskasse. Und aus dem Grund ist bis Wendlingen ein Volksentscheid auch machbar. Also muss das ein Volksentscheid, Fragestellung muss ein Volksentscheid sein, der die Frage klärt, über das Geld wird es nur gehen, sollen wir aus unseren Steuermitteln, in der Summe 2,5 Milliarden, aber von der Landesseite eben dann diese Beträge für Stuttgart 21 selber, knappe Milliarden, sollen wir dieses Geld für dieses Projekt zur Verfügung stellen. Über das können Sie ein Ausstiegsgesetz herbeiführen. Das wird natürlich wesentlich komplizierter sein, das ist jetzt die politische Kurzfassung. Aber man wird da ein Ausstiegsgesetz machen, sollen wir das tun oder nicht? Und das hat im Landtag dann keine Mehrheit, dieses Ausstiegsgesetz, und genau das Gesetz müssen Sie dann dem Volk zur Abstimmung vorlegen. Das heißt, der Text ist eigentlich kompliziert und lang und groß, ist ein Gesetz, aber Sie wissen, bei der Abstimmung, ich muss das Kreuz an der einen Stelle machen, dann wird Stuttgart 21 gebaut, und an der anderen Stelle, dann wird es nicht gebaut. Was Sie zugegebenermaßen nicht machen können, ist mal geschwind nebenbei beschließen, der Kopfbahnhof wird gebaut. Also so alternativ geht es nicht, sondern Sie beenden erstmal mit Volkeswillen das eine Projekt und dann kommen die vielen Fragen, die wir ja teilweise schon diskutiert haben. Wie kriegen Sie denn den Kopfbahnhof modernisiert? Da ist meine Antwort auch die. Wenn mal klar ist, dass der Bahnhof bleibt, kann die Bahn gar nicht anders, als die Erhaltungsmittel, die sie in den letzten 15 Jahren in andere Länder gesteckt hat, wieder zu uns herzuholen und anderswo halt mal weniger zu investieren. Das Geld kriegt sie jedes Jahr vom Bund. Erhaltungsmittel sind 4 Milliarden Euro, das ist viel mehr als für Neubau, weil man das braucht. Und dann muss sie halt von den 4 Milliarden jährlich irgendwie mal 200 Millionen abzweigen. Dann hat sie in 4 Jahren, das ist völlig unproblematisch machbar, mit den bestehenden Finanzierungen, hat sie ihre Mittel, nämlich Erhaltungsaufgabe, die sie hat, zusammen, um das Bahnhofsvorfeld sauber zu modernisieren. Und für die Ausbauplanung kann man dann ja entweder auch in die Landeskasse greifen. Gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist verfassungswidrig, dann wird Stuttgart 21 sowieso nicht gebaut. Die andere, es ist nicht verfassungswidrig, dann kann man auch Landesgeld für den Kopfbahnhof einsetzen. Warum sollte das eigentlich nur für einen Tunnel möglich sein? Gibt so gar keinen Grund. Und infolgedessen kann man dann, wenn man die Entscheidung mal klar hat, kommt jetzt der Tunnelbahnhof oder nicht, kann man dann recht zügig an die Realisierung des besseren und billigeren Alternativprojekts gehen. Und weil es so viel günstiger ist, das habe ich Ihnen vorgerechnet, ist auch die Finanzierung am Ende sogar leichter, als das zu bauen mit seinen Kostensteigerungen, wo Sie den oberen Deckel ja ohnehin noch gar nicht sehen. Das kann auch mehr sein, ich habe konservativ gerechnet, deutlich mehr sein als die 5,5 Milliarden, die ich Ihnen vorgestellt habe. So wäre die Fragestellung für den Volksentscheid. Ich unterstelle jetzt dabei, dass die SPD diesen Volksentscheid, so wie sie ihn im Wahlprogramm hat, dann auch mit uns in der Regierung durchführen will. Danke. Vielen Dank, dass Sie heute da waren.